Okay. I'm a lyrical bicep, a musical hi-hat, radiating mouths like I sing for Congress. I'm not even trying to reach the press. I just really care less if people think I'm at my best. Cause I'm always stressed, but yet I'm still feeling like I can do something. I can change everybody like fool, nothing. Nah, I'm trying to teach them to be real. Cause if you... Gäste und Zuhörer, ganz, ganz, ganz wunderbar, Sie hier wieder zu sehen bei unserem traditionellen Weihnachtskonzert für die Eltern, die wir normalerweise hier in der Schule machen, so dass es hier eine ganz, ganz herrliche, ganz angenehme Familienatmosphäre entsteht und wir freuen uns sehr auf Sie. Vielen Dank, dass Sie da sind zuerst. Und heute haben wir gar nicht alle Schüler da. Heute wird vor allem die kleinere Generation Ihnen dargestellt. Das heißt, heute spielen für Sie die Kinder, die 5 Jahre alt sind, 6 Jahre alt, die zum ersten Mal auf der Bühne sind. Und deswegen ist es besonders wichtig, dass Sie die kleinen Musiker mit Ihrem Applaus unterstützen. Sie brauchen es so sehr. Und deswegen, Sie werden es spüren und natürlich werden sich besser fühlen beim Auftritt. Und wir beginnen mit dem kleinen Walzer für die linke Hand und mit dem Klavierstück Mein Pferdchen. Die spielt für Sie Ariane Kröscher. Begrüßen Sie mal. Thank you.
jetzt kommt hierher unsere kleine Pianistin Tabea Drecke, die 6 Jahre alt ist und sie spielt für uns Marsch der Heinzelmännchen und Tanz der Intervalle von Walter Nuna. Begrüßen wir mal! Von Walter Nuna, ein Spiel für Sie. Benan gesagt. Benan. Thank you.
Nikita. Ist Nikita hier? Nikita, wunderbar. Schön, dass du da bist. Unser kleiner, aber sehr erfahrener Pianist Nikita Tschigurda spielt für uns das Thema aus dem Tchaikovsky-Ballett Schwanensee und dann Dino Beat, ja, von Hans-Günther Heumann. Applaus! Thank you.
Jetzt kommt zu uns ein sehr charmantes Mädchen. Es heißt Lotte Bubinik. Bitte schön, Lotte. Und auch schön für Lotte. Und sie spielt für uns kleine Sonatine. Das Thema aus der Sinfonie von Antonin Dvorak und das Stück von Alexander Korbin Let It Roll, und es spielt für Sie Preisträger des Wettbewerbs Jugend musiziert Chris Louis Hasselhorst. Applaus! Thank you.
jetzt kommen wir zum nächsten Punkt unseres Programms. Jetzt kommen wir zum Gesang. Und jetzt erklingt für Sie Vokalise Nummer 1 von Konkone und das Weihnachtslied Schneeflocken. Er singt für Sie Sheila am Klavier, Ilja Sax. Und da begrüßen wir Sheila, die ist zum ersten Mal beim Alfred, oder? Ja. Vielen Glück, Sheila. Das zum ersten Mal etwas vorspielt. Deswegen braucht sie besonders ihre Unterstützung. Also Marsch Zier Dur von Walter Nuna spielt für sie jetzt Anu Egbert, bitte! Thank you.
jetzt bin ich gerade auf der Suche von meiner eigenen Tochter. Camilla, bist du hier? Dankeschön, ich habe dich überall schon gesucht. Komm mal bitte hierher. Ich freue mich, Ihnen vorzustellen. Camilla Sachs. Camilla hat für uns drei Stücke vorbereitet. Zwei kleine Stücke von Hans-Günther Heumann und ein Stück von Ortmann, das heißt Indianerspiel. Also, viel Glück, Camilla. Und jetzt ist eigentlich das war das erste Mal für sie, dass sie nicht nur für uns, sondern auch fürs Publikum spielt. Und nochmal vielen Dank. Und jetzt freue ich mich besonders auf den nächsten Punkt unseres Programms, da jetzt wieder Gesang kommt. Und jetzt klingt für sie Konkrone Vokalise Nummer 3 und das Lied von Wladimir Gavrilin, Mama. Ich glaube, es wird auch ohne Wörter klar. Ivica Nagrili! Und im Jahr thank you.
Klavierspielerin, als Pianistin hat sie schon mehrere Preise gewonnen. Als Sängerin macht sie ihre ersten Schritte und ich glaube, sie sind schon erfolgreich. Und weiter so, Iveta. Vielen, vielen Dank. Unsere nächste Pianistin wird auch zum ersten Mal hier sein. Ja, Lina? Sie heißt Lina und ihr Nachname ist Bier. Eigentlich Berliner. Und Berliner spielt für uns Scabbard Fail, englisches Volkslied, ganz bekannt und ganz beliebt. Deswegen, die Erfahrungen, die Kinder hier machen, die werden sie auch im weiteren Leben nutzen. So wie man kämpft, so wie man Ziele erreicht, so wie man sich selbst beherrscht. Das ist wichtig. Das lernt man beim Musikunterricht, beim Auftritt, bei der Bühnenarbeit. Unabhängig davon, was man zukünftig beruflich machen wird. Die Erfahrungen, die hier gesammelt werden, die werden das ganze Leben lang aktuell bleiben und verbraucht werden. Deswegen gut, dass Sie alle da sind. Und jetzt, nächster Punkt unseres Programms. Ich freue mich besonders auf dich, Nastja. Jetzt spielt für Sie dieses wunderschöne Mädchen, Nastja Badinova. Und Nastja spielt für uns amerikanisches Volkslied und dann Zigeunertanz. Ja, Nastja? Viel Glück.
Günther Heumann, Präludium und Wellenreiten. Die zwei wunderschönen Klavierstücke spielt für Sie Fritz Böttcher. Zu dem anderen und zu vergleichen, wie es am Anfang war und wie es jetzt ist. Und diese Freude ist etwas ganz anderes als Freude für eigene Vorschritte oder für eigene Auftritte. Diese Freude ist eine viel, viel größere Freude, muss ich Ihnen sagen. Und es ist eine besondere Art von Glück und von Freude, pädagogische Freude sozusagen. Und ich freue mich wirklich auf weitere Vorschritte von unseren Schülern und das wünsche ich euch allen, liebe Schüler, ganz, ganz herzlich. Und jetzt spielt für uns, jetzt wieder für uns, Iveta Nagrili jetzt schon als Pianistin. Iveta! Iveta ist wieder als Teilnehmer. Wettbewerb beim Hemli Musikwettbewerb und beim Wettbewerb Jugend musiziert. Iveta spielt für uns Jazz Etude von Antonín Dvořák. Thank you.
für diese wunderschöne Musik. Und lassen wir uns nicht vergessen, dass jetzt Weihnachtszeit ist und dass wir morgen schon den dritten Advent haben. Und natürlich, damit es uns noch weihnachtlicher, noch feierlicher geht, werden wir für Sie jetzt ein paar Lieder vorsingen. Und zwar, ich lade sehr gerne hierher Herr Emanuel Sachs. Wir singen für Sie Weiße Weihnacht von Irving Berlin und Wiegenlied von Johannes Brahms. Ilja Sachs.
Wir freuen uns immer auf Sie, nicht nur beim Weihnachtskonzert und überhaupt nicht nur bei den Konzerten, sondern jedes Mal, wenn Sie vorbeikommen, jedes Mal, wenn wir mit Ihnen unterhalten, jedes Mal, wenn wir merken, dass Ihr Kind weitere Fortschritte macht und das wünschen, das ist unser allergrößter Wunsch eigentlich, dass die Kinder sich immer weiterentwickeln und dass die Kinder immer besser spielen und singen und sich immer sicher auf der Bühne fühlen und im normalen Leben auch. Und jetzt würde ich bitten, dass alle Teilnehmer des heutigen Konzertes hierher kommen, damit wir ein Foto oder mehrere schöne Fotos zur Erinnerung machen. Bitte schön. Und natürlich haben Sie Applaus verdient. Alle. Und jetzt mal lächeln. Ich bin die älteste Schülerin, ja. Ich habe erst einem guten Jahr angefangen. Ich wollte schon als Kind spielen. Meine Mutti hatte auch ein Klavier oder meine Eltern hatten auch ein Klavier. Aber ich durfte nicht, weil sie es üben nicht hätte ertragen. Und dann habe ich viel später nochmal angefangen. Aber dann kam der Krieg und Zusammenbruch und dann hatte ich kein Geld mehr. Und da ich viele Aktivitäten habe, Tanzen und so viele andere Dinge, habe ich jetzt mit Klavier angefangen, weil ich mir gedacht habe, das kann ich noch, wenn ich nicht mehr so zu gut bin, im Sitzen vielleicht später zu Hause machen. Das war eigentlich der Hintergrund an der ganzen Geschichte, aber ich habe auch viel Spaß dran, muss ich sagen. Und Ilja gibt ja einen fantastischen Unterricht, der hat ja also gemüht wie ein Schaukelpferd, muss ich sagen. Also ich bin sehr gerne hier, muss ich gestehen, ja. Welche Stücke haben Sie von mir geprobt? Bitte? Welche Stücke haben Sie schon einprobiert? Naja, was die Kinder hier am Anfang gespielt haben, habe ich auch schon geübt. Und jetzt habe ich zwei Weihnachtslieder, hatte ich ihn drum gebeten. Die hat er mir also für mich etwas einfacher gestaltet. Schreibt mir immer die Fingersätze dazu. Sagen wir mal Ihren Namen, falls Plakate in Berlin auftauchen, Konzert von wem? Marianne Wardin. Okay, vielen Dank, Marianne.